Willkommen zurück. In dem Video geht es um Knieprobleme und erstmal wirklich um allgemeine Knieprobleme, weil Knieprobleme sehr vielseitig sein können. Es kann natürlich ein Trauma sein, ich kann wirklich einen Schaden haben, Innenbänder, Menisken, Kreuzbänder, ja, gerade Kreuzbänder in Teamsportarten sehr häufig, Fußball, vorderes Kreuzband ist so mit einer der häufigsten Knieverletzungen oder überhaupt Verletzungen im Fußball, egal ob im Leistungssport oder im Breitensport. Und wir sollten gucken, dass unser Knie funktioniert. Was kann unser Knie? Beugen und strecken, mit ein bisschen Rotation. Allerdings sollten wir uns wirklich um diese Rotation auch ein bisschen kümmern. Das werden wir auch gleich machen. Wir werden ein, zwei Übungen durchsprechen, die ihr machen könnt. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr sicher seid, dass es tatsächlich ein Überlastungsschaden ist und kein Traumaschaden. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr seid einmal heftig weggeknickt, das Knie nach innen gefallen und ihr habt jetzt Schmerzen, lasst das professionell checken. Wenn ihr unsicher seid, lasst das sowieso professionell checken. Wir können allerdings auch ein paar Übungen machen, die recht sicher sind, selbst wenn wir nicht sicher sind, was es ist. Wir haben irgendwie Schmerzen, wir haben angefangen wieder zu laufen oder ihr habt Fußball gespielt und habt jetzt Knieschmerzen und ihr spielt wieder eine Weile Fußball und habt Knieschmerzen. Und jetzt sollten wir uns einfach mal angucken, was wir da machen können. Das Knie ist an sich, das sage ich immer so salopp, ein dummes Gelenk. Ja, es ist immer der Leidtragende, wenn es wehtut, von entweder Sprunggelenke, Zehen, Fußgewölbe oder von Hüfte. Das heißt, alles wirkt sich aufs Knie auf. Einfaches Beispiel, wenn ich viel laufe und mein Fußgewölbe sehr instabil ist, und ich mag das Wort gar nicht, Plattfüße habe, ja, weil Plattfüße, jeder hat irgendwie kaputte Füße, es gibt keine normalen Füße mehr, deswegen spreche ich eigentlich nicht von platten Füßen und so weiter, aber es ist halt ein Thema und Plattfüße wäre, ich komme auf und habe meistens eine sehr schlechte Stabilität und mein Knie fällt nach jedem Schritt so ein bisschen nach innen. Das heißt, was ist schuld? Nicht das Knie. Das Knie kann das alleine nicht stabilisieren. Die stabilisierenden Faktoren kommen einmal von unten, ja, downward, und einmal von oben, Hüfte, upward. Das nennt man Upward-Downward-Prinzip. Ja, absteigende, aufsteigende Kette. Was heißt das? Ich schaue mir das Knie selber gar nicht so besonders an, sondern ich möchte die Strukturen drumherum mobilisieren. Wie kann ich das machen? Ich sollte meine Hüftstreckung und Beugung, Abduktion und Adduktion, letztendlich alle Bewegungsrichtungen der Hüfte, sollte ich beweglich halten. Wie kann ich das machen? Zeige ich sofort. Und ich sollte meine Sprunggelenke tatsächlich auch mobil halten und an meinem Fußgewölbe ein bisschen arbeiten. Und dann möchte ich noch eine Übungskombination zeigen, wie wir dann doch das Knie selber auch mal ein bisschen beanspruchen. Also lass uns das mal durchgehen. Die erste Übung, die wir machen können, die schon sehr viel abdeckt, ist Hüftinnen-Außen-Rotation. Ja, dazu setzen wir uns hier ein bisschen breitbeinig und anzüglich hin. Bärensitz heißt das Ding. Und die meisten, also die meine Videos zumindest verfolgen, haben das schon mal gesehen. Ich mache das sehr häufig. Hier, wir leiten die Rotation ein, indem wir das rechte Knie auf den Boden bringen, klappen dann hier locker ab. Meine Hände hinten sind aufgestützt und ich arbeite hier locker in der Rotation. Und hier ist mir ganz wichtig, nicht einfach nur das hier machen, sondern ich möchte, dass wenn ihr hier mit rechts hochgeht, dass das linke so lange wie möglich auf dem Boden bleibt und der Wechsel hier erst sehr spät stattfindet. Ja, seht ihr das? Dass hier das Knie hochgeht, das rechte bleibt hier noch liegen und ich lasse es dann erst hochziehen. Es ist okay, wenn ihr euch ein bisschen nach hinten legt. Man kann, die Profi-Version ist dann die Geschichte frei zu machen, aber ich würde echt empfehlen, unbedingt erstmal mit dem Support hier hinten der Hände zu arbeiten. Das kann ich dann ruhig mal 3-4 Minuten machen, das ist Bewegung, das tut gut. Ja, am Anfang ist das sehr ungewohnt und gerade meistens in dieser Position hier schwierig. Hüftinnenrotation fühlt sich ungewohnt an, vielleicht auch in der Bauchmuskulatur ein bisschen. Da mal ein bisschen dran arbeiten und das voranbringen. Gerne auch die anderen Videos dazu anschauen. Ich versuche hier mal die Playlist zu der kompletten Progression zu diesem Thema zu verlinken. Dann, was können wir noch machen? Streckung und Beugung der Hüfte. Welche Übung kommt uns da total schnell in Sinn, wenn wir von Hüftstreckung, Verbesserung der Hüftstreckung sprechen? Natürlich der Kniestand. Ja? Hier ist Vorsicht geboten, weil wenn ich schon Knieprobleme habe und jetzt auch noch Knie, dann ist das schwierig. Aber was ich hier tun kann, ich bringe tatsächlich ein bisschen Länge auf den sogenannten Rectus Femoris, das ist einer der Quadrizepsmuskeln. Der beugt die Hüfte und streckt das Knie. Und den kann ich jetzt mit dem Kniestand tatsächlich bewegen. Die einfache Version, ja, kann ich, wenn ich die Zehen aufgestellt lasse, kann ich hier erstmal gucken, wie weit komme ich nach hinten. Bitte vorsichtig sein, notfalls auch gerne ein Kissen unterlegen und nicht übertreiben, wenn ihr nicht wisst, was ist los mit eurem Knie. Weil der Druck auf die Kniescheibe über die Patellasehne, über den Zug, ja, die Quadrizepssehne, kann schon recht gewaltig sein. Vielleicht würde es vorher Sinn machen, mal mit einer Schaumstoffrolle, also mit einer Faszienrolle, den Oberschenkel ein bisschen zu bearbeiten, vorsichtig und langsam die Spannung ein bisschen rausnehmen und dann hier wieder aktivierend in der Länge arbeiten mit dem Kniestand. Ja, in dieser Geschichte oder in dieser Geschichte. Ja, Kniestand, gleiches Thema. Werde ich versuchen zu verlinken und schaut euch die Übung an. Ja, Kniestand ist eine Wahnsinnsübung. Die beiden Übungen, Hüftinnen-Außenrotation und hier Strecken und Beugen, das würde ich erstmal empfehlen, um die Hüfte zu bearbeiten.
Dann gehen wir ganz runter die Etage, schauen uns Sprunggelenke an. Was kann ich an Sprunggelenken tun? Dorsalflexion und Plantarflexion, das heißt der Wechsel hier. Hier kann ich schieben und wieder ranziehen. Und ich versuche die ganze Zeit, meinen Fuß auf dem Boden zu lassen. Schieben, das ist Dorsalflexion im Sprunggelenk und hier Plantarflexion im Sprunggelenk. Diesen Wechsel kann ich machen. Gleiches Thema, wenn ihr Knieprobleme habt, legt euch was unter. Man muss ja nicht noch mehr Druck von oben drauf bringen. Und das arbeite ich auf beiden Seiten aus. 12 bis 20 Wiederholungen. Fühlt ihr in euch rein, was sich gut anfühlt. Ja? Erste Übung, zweite Übung, bisschen Rotationsbewegung, kontrollierte Rotationsbewegung. Hier, im kompletten Radius durchbewegen. Und auch mal die Richtung wechseln, natürlich auf beiden Seiten bearbeiten. Schneller Durchgang, ja, das kann ich auch rückwärts 2 Minuten kreisend machen, mit Richtungswechsel, mit Geschwindigkeitsvariierung und wie gesagt, in euch reinfühlen, wie es sich anfühlt. Und jetzt kann ich noch 2 Übungen machen, um das Knie selber noch ein bisschen zu behandeln. Und zwar, Nummer 1 ist, ich setze mich aufrecht hin, ich greife mein rechtes Bein in dem Fall mit meinem rechten Arm hier unten durch. Jetzt ziehe ich die Zehen an und nehme einfach das Sprunggelenk nach innen, ja, beziehungsweise klappe hier meinen Fuß nach innen und jetzt gehe ich hier in die Kniestreckung. Das heißt, ich mache hier diesen Wechsel. Schön langsam, ja, beugen ist kein Thema, für alle nicht, aber hier diese Streckung. Da haben viele Probleme, hier in die komplette Streckung zu bekommen. Und hier kann ich aktiv dran arbeiten. Vorsichtig natürlich, schauen, dass man hier nicht so sehr einfällt, aufrecht bleiben, kontrolliert durcharbeiten. Ja. Dann, nach so 5 bis 10 Wiederholungen, drehe ich die Zehen nach außen, ziehe die Zehen wieder an und mache das Gleiche auf der Seite und werde merken, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, was hier passiert, jetzt arbeitet der Wadenmuskel ein bisschen anders, das werdet ihr am Zug auch feststellen, fühlt sich völlig anders an, obwohl nicht viel passiert ist. Ja, von hier nach hier, völlig anderes Zugmuster. Müssen wir beides können, ja, weil wir eben nicht gewährleisten können, dass wir immer nur einen Fuß in einer Ebene belassen, sondern eben innen, außen, ja, gestreckt, gebeugt, so sollten wir uns auch bewegen. Das auf beiden Seiten durch, bitte langsamer als das, was ich gerade vorgemacht habe, das war nur zur Demonstration, also wirklich kontrolliert in die Streckung gehen, in der Geschwindigkeit, dass immer alles sicher ist und dass es immer um aktive Beweglichkeit handelt. Sobald ich das hier mache, habe ich sehr viel Schwung dabei und bin in der passiven Beweglichkeit, ja, weil die Schwerkraft eine Rolle spielt und eben den Schwung, den ich hier generiere. Und aktive Beweglichkeit ist immer ohne Schwung. Das ist wichtig. Letzte Übung. Ich schaue mir die Kniescheibe nochmal an. Ja, weil viele, also aus meiner Erfahrung sind viele Knieprobleme, die durch Überlastung kommen, ganz oft auch, weil zu viel Spannung in der Oberschenkelvorderseite ist und die Oberschenkelrückseite in dem Verhältnis nicht richtig mithalten kann, weil wir sehr quad-dominant sind, also Quadrizeps-dominant. Was kann ich tun? Die Patellasehne an sich nochmal ein bisschen lockern und bewegen. Das sieht so aus, ich lege meinen Fuß ab, oder mein Bein, sorry, und lasse den Oberschenkel locker und jetzt versuche ich die Kniescheibe etwas von links nach rechts zu schieben, ja, von vorne nach hinten und versuche sogar mal leichte Kreise mit ihr zu machen. Ja. Das heißt, ich schiebe die Kniescheibe ganz leicht hin und her und bringe so ein bisschen Bewegung drauf. Das sollte schmerzfrei funktionieren, wenn das Schmerzen verursacht, kontrollieren lassen. Ja. Ist natürlich die Frage, warum schmerzt das? Aber die Kniescheibe sollte ich zumindest ein bisschen bewegen können. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr nicht locker lassen könnt, versucht unbedingt wieder an der Lockerung von der Oberschenkelvorderseite zu arbeiten. Und da ist eben der Kniestand, die Faszienrolle, ja, und die Hüftrotation an sich sind da eine super Möglichkeit, um daran zu arbeiten. Ja. Mit Knieschmerzen oder Schmerzen an sich ist nicht zu spaßen, deswegen geht clever damit um. Vielleicht auch, das heißt vielleicht unbedingt schon präventiv dran arbeiten, ja, weil alle Formen von Schmerzen sind, die durch Überlastung gekommen sind, sind in irgendeiner Form zu vermeiden. Das sind funktionelle Schäden, da können wir dran arbeiten. Und lasst gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, diese Übungskombination hilft euch in irgendeiner Weise. Gerne einen Daumen hoch da lassen, gerne ein Abo da lassen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt geschmeidig, euer Mobility Coach Benny.